Wie entsteht ein Regenbogen? Ein Regenbogen kannst du sehen, wenn Sonnenstrahlen auf eine Regenwand scheinen. Nur wenn du die Sonne im Rücken hast, kannst du auch einen Regenbogen sehen. Also merke, ohne Sonne kein Regenbogen. Wenn es regnet, brechen die Regentropfen das weiße Licht zweimal. Dabei wird es in die Regenbogenfarben aufgespalten. Jeder Regenbogen hat immer die gleiche Farbfolge. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Wenn du zwei Regenbogen auf einmal siehst, dann ist der eine Regenbogen die Spiegelung des anderen. Warum hat der Regenbogen diese typische Form? Da das Licht unterschiedlich stark gebrochen wird, schieben sich die Farben genau übereinander, wobei Violett am stärksten und Rot am wenigsten gebrochen wird. Deshalb ist der rote Bogen größer als der violette. Hat der Regenbogen ein Ende? Nein, egal wohin du dich bewegst, der Regenbogen folgt dir immer. Wir finden weder Anfang noch Ende. Also geht doch auch mal bei nicht so perfektem Wetter raus und schaut, ob ihr einen Regenbogen findet. Dies war ein Film von Heike und Katrin.